Hallo zusammen, wie geht's? So, heute lese ich eine Geschichte vor. Die ist von Jean de La Fontaine geschrieben. Die Geschichte heißt Der Rabe auf dem Baum. So, es ist eine Fabel und die Fabeln sind meistens von Tieren und sie haben immer noch ein Moral. So, wir haben das in unserer Kindheit vielmals gehört. Aber heute hören wir das auf Deutsch. So, viel Spaß dabei. Ein Rabe saß auf einem Baum und hielt im Schnabel einen Käse, den er in aller Ruhe verzehren wollte. Da kam ein Fuchs daher, der vom Geruch des Käses angelockt worden war. Guten Tag, verehrter Herr Rabe, rief der Fuchs. Wie wunderbar Sie aussehen, wenn Ihr Gesang ebenso schön ist wie Ihr Gefieder, dann sind Sie von allen hier der Größte im Wald. Das schmeichelte dem Raben und das Herz schlug ihm vor Freude höher. Um nun auch seine schöne Stimme zu zeigen, machte er den Schnabel weit auf. Da fiel der Käse hinunter. Der Fuchs schnappte den Käse auf und sagte, Danke für die Bescherung. Ein Schmeichler wie ich leckt von denjenigen, die artig auf ihn hören. Diese Lehre ist wohl diesen Käse wert. Der Rabe war bestürzt und beschämt und schwor, dass ihm so etwas nie wieder passieren würde. Vielen Dank.